Oder die Alternative ist, wenn die Volkswirtschaften weiterhin offen bleiben hier in Europa, dass sie die soziale Sicherung und die Arbeitsmarktpolitik in höherem Maße oder auch rascher anpassen müssen an neue Verhältnisse, nämlich wenn Industriezweige schneller schrumpfen und andere sich schneller entwickeln, Berufe entwertet werden, dafür andere Tätigkeiten entstehen und andere Qualifikationen nachgefragt werden, dass dafür die Rahmenbedingungen auch modifiziert werden müssen. So, dann komme ich zu dem zweiten Punkt, Europas Strukturwandel, Europas Wirtschaft im Strukturwandel. Was heißt, jetzt muss ich mal ein bisschen was überschlagen, was hier ein bisschen zu detailliert, dort kann ich mir nicht leserlich ist in dieser Projektion. Ja, diese Veränderungen, die teilweise aus dem ohnehin stattfindenden Strukturwandel von herstellenden Tätigkeiten, insbesondere zu Dienstleistungstätigkeiten, die inzwischen rund 2/3 unseres Sozialprodukts bestreiten, stattfinden, diese Veränderungen, schlagen sich nieder in einem gewandelten Nachfrage nach Arbeitskraft. Und hier ist eine Projektion, eine Prognose der Arbeitsnachfrage mal dargestellt. Es gibt auch andere, die stimmen nicht alle überein, das ist alles. Hochrechnungen sind von Tendenzen, die man glaubt, richtig identifiziert zu haben, aber die sich der Datengrundlage sich auch immer wieder etwas ändern. Wir haben hier 2020, Sie sehen, wir sind ungefähr in der Halbzeit zwischen 2003 und 2020, wir haben hier eindeutig die Feststellung, dass Tätigkeiten ohne Berufsabschluss einen Minderbedarf in Deutschland postulieren, denn 800.000 Menschen sind weniger benötigt. Ungelernte ohne Berufsabschluss am Arbeitsmarkt sind. Mit Berufsabschluss ganz allgemein bleibt es fast gleich, es ist nur eine geringfügige Abnahme der Nachfrage, aber die Qualifikation, die durch einen Meister oder Techniker oder Fach- oder Fachschulabschluss erworben werden oder durch einen Qualitätsabschluss, werden insgesamt auf eine wesentlich höhere Arbeitsnachfrage stoßen können. Das ist eine Vorausrechnung. Wenn man andere Vorausrechnungen mitsaldiert und will die Arbeitsmarkteffekte des Strukturwandels insgesamt zur Kenntnis nehmen, muss man allerdings damit rechnen, dass es deutliche Jobverluste auf einer mittleren Ebene gibt, im Unterbereich der mittleren Ebene, das heißt dort, wo, sagen wir mal, sowas wie Vorarbeiterfunktionen und Ähnliches anfallen, aus dem einfachen Grund, weil die modernen elektronischen Informations- und Steuerungstechnologien diese Funktionsebene mehr oder weniger ersetzen. Dass es günstige Beschäftigungschancen und erhöhte Beschäftigung bei einfachen, orts- und personengebundenen Dienstleistungen gibt, das ist klar. Friseurdienstleistungen kann man nicht übers Internet beziehen, zumindest heute noch nicht möglich. Und dass es bessere Beschäftigungschancen für höhere Qualifikationen gibt. Was aber auf jeden Fall gibt über alle Qualifikationsstufen hinweg, ist ein höherer Bedarf an der Bereitschaft, einen Arbeitsplatzwechsel durch Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen, wenn es nötig ist, zwischen unterschiedlichen Tätigkeiten zu wechseln und auf die Veränderungen in der Arbeitsnachfrage zu reagieren. Das war noch nicht alles. Okay. Was folgt daraus? Man könnte sagen, im Arbeitnehmerinteresse liegt es dann, die Qualifikation dafür zu haben, die Fähigkeit dafür zu haben, nämlich übertragbare Qualifikationen, die nicht an einen bestimmten, eng definierten Beruf gebunden sind, sondern die sich auf in verschiedenen Verwendungsbereichen zum Einsatz bringen lassen. Und dafür braucht man bessere Weiterbildungsangebote, unter Umständen auch Mobilitätshilfen, die einem erleichtern umzuziehen und so weiter und so fort. Ja, nicht zu vergessen, aber nur ganz kurz hier erwähnt, der demografische Wandel. Hier ist eines dieser umgekehrten Tannenbäumchen dargestellt, die deutlich zeigen, wo die im Jahr 2050 die am stärksten besetzten Alterskohorten liegen. Wir sehen, dass das die Männer auf der linken Seite haben wir die größte Altersgruppe mit den meisten Mitgliedern bei den 60-Jährigen. Und wir haben einen sehr starken
Unterbau unterhalb der 60 Jahre. Wir wissen inzwischen, was das bedeutet, nämlich, dass der sogenannte Rentnerlastkoeffizient, kein sehr netter Ausdruck, aber der das Verhältnis zwischen Beitragszahlern zur Rentenversicherung und Rentenempfängern ausdrückt, sich noch weiter zunimmt und immer weniger Beitragszahler relativ mehr Rentner unterhalten müssen. So, ziehen wir eine Zwischenbilanz aus diesem ersten Teil zum wirtschaftlichen Wandel. Dann ergibt sich also der weltwirtschaftliche Wandel, der Aufstieg der neuen Industrieländer, sorgt vor allem für eine höhere Veränderungsdynamik. Der allgemeine technologische Strukturwandel, den wir ohnehin Jahr für Jahr mitmachen, verändert auch die Arbeitsnachfrage und läuft wohl auf das Schrumpfen eines mittleren Qualifikationssegments hinaus. Für viele, auch gerade in der staatlichen Arbeitsmarktpolitik, oft bei den Berufen, von denen man glaubte, dass man sich damit besser stellt und dass man damit ausgesorgt hat. In diesen Berufen muss man, glaube ich, heute sehr sorgsam gucken, welche Zukunftschancen sie haben, weil damit gerechnet werden muss, dass Vorstellungen, überlieferte Vorstellungen, dass bestimmte Berufe auf dieser etwas durch Berufsqualifizierung, durch Berufsausbildung und durch Weiterbildung erreichbaren Tätigkeit, dass die in Zukunft immer weniger nachgefragt werden. Ja, was wir auch noch haben, im dritten Fall, der ist nicht ganz sicher, inwieweit er real wird, das ist der Umbau der Produktionsstruktur, um dem Klimawandel Rechnung zu tragen, nämlich die Menge der CO2-Emissionen zu reduzieren. Wenn eine effektive Politik für den Umbau der Energiestruktur zum Einsparen von CO2-Emissionen zum Zuge kommt, was wir heute, muss man leider sagen, so noch nicht sehen, dann haben wir es auch wieder mit einem rascheren Wandel innerhalb der einzelnen Wirtschaftssektoren zu tun und auch wieder einen größeren Anpassungsbedarf auf Seiten der Arbeitskräfte. Ja, alles in allem deutet darauf hin, dass wir es mit beschleunigten Veränderungen der Beschäftigungsstruktur zu tun haben und gleichzeitig mit einer Kluft zwischen qualifikatorischer Hinsicht zwischen dem Arbeitsangebot, das was nachgefragt wird an Arbeitskräften, und der Arbeitsnachfrage und damit eine Kluft, die sich nicht automatisch schließt, nur in quantitativer Hinsicht, sondern die bedingt, dass Arbeitskräfte sich besser vorbereitet sein müssen auf die künftige Arbeitsnachfrage. Jetzt machen wir einen Schnitt und kommen zu dem Punkt, von welcher Situation ausgehend kann man Konzepte für eine inklusive Arbeitsgesellschaft der Zukunft sinnvoll sich vorstellen. Ein ganz kurzes Wort zu Hartz IV im Vergleich. Das Leitbild der inklusiven Arbeitsgesellschaft, Grundsicherung ist ein Thema in dem Zusammenhang. Und auch die oft diskutierte Frage, gibt es da nicht ein Patentrezept, nämlich ein allgemeines Grundeinkommen, was uns von vielen Anpassungsproblemen befreien wird. Ja, Hartz IV im Vergleich kann man sehr einfach und sehr grob so machen, indem man einfach die Politik in Deutschland, die in den Anfang der 2000er Jahre stattgefunden hat, vergleicht mit dem, was in Dänemark passiert ist oder auch mit dem, was in Großbritannien allerdings rund 10 Jahre vorher passiert ist. In Dänemark hat man den Kündigungsschutz weitgehend reduziert, viel stärker als das in Deutschland überhaupt nicht diskutiert worden ist, hat allerdings sehr hohe Lohnersatzleistungen für die Entlassenen geschaffen, bis zu 90% des vorherigen Verdienstes, aber hat das Ganze ergänzt durch sehr effektive, aufwendige, auch kostspielige Wiedereingliederungsmaßnahmen, also intensive, personenorientierte Betreuung der Arbeitslosen. Das Ergebnis war, dass die Mobilität stark zugenommen hat. Die Leute haben sich weniger dagegen gewehrt, arbeitsgerichtlich und sonst wie entlassen zu werden und haben aber auch wesentlich schneller Zugang zu neuen und zum Teil gleichwertigen und besseren Beschäftigungschancen bekommen. Das Ergebnis war eine Halbierung der Arbeitslosigkeit. In Großbritannien ist man einen ganz anderen Weg gegangen. Es gibt von vornherein dort einen sehr niedrigen Kündigungsschutz.
allerdings auch Mindestlohnregelungen auf allerdings auch sehr niedriger Ebene und aber erwerbsorientierte Transferzahlen, was nichts anderes heißt als gewissermaßen eine negative Einkommensteuer, wenn man eben durch Erwerbsarbeit nicht genug verdient, bekommt man vom Staat die Differenz aufgestockt. Das sind die sogenannten Tax Credits. Das Ganze äußert sich als ein starker Anreiz, sich selbst um Beschäftigungsgelegenheiten zu bemühen, aber auch solche anzunehmen, die nicht besonders gut bezahlt sind, weil man ja sozusagen diese Aufstockung vom Staat bekommt. Ergebnis war ebenfalls rund eine Halbierung der Arbeitslosigkeit. Wenn wir damit vergleichen, was in Deutschland passiert ist im Zuge der Agenda 2010 und speziell der Einführung des ALG II, dann sehen wir, dass wir detaillierte Regelungen Grundsicherungsleistungen haben. Wir haben die Arbeitspflicht, die Pflicht zur Aufnahme von Arbeit. Wir haben die sogenannten 1-Euro-Jobs und eine strikte Hinzuverdienstanrechnung, eine sehr hohe Hinzuverdienstanrechnung. Die Arbeitslosigkeit hat sich, wenn man auch die ganz Niedriglohnjobs gleichmäßig mit berücksichtigt, um ein Drittel verringert. Und wir haben geerntet dafür eine enorme Ausweitung der sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse und einen Anteil von Niedriglohnarbeitsplätzen in der Größenordnung von rund einem Fünftel. Ja, was stellen sich in dieser Situation für alternative Optionen, was wird diskutiert? Das eine ist total irreal, aber es taucht allenfalls nochmal in radikalen Politikforderungen auf. Das wäre, die atypischen Beschäftigungsformen zu verbieten und auf eine Wiederherstellung des guten alten sogenannten Normalarbeitsverhältnisses zu orientieren. Das ist von allem das Unwahrscheinlichste. Aus einfachen, auch soziologischen Gründen, nämlich die Voraussetzungen für ein Normalarbeitsverhältnis, wie es mal früher in den 60er, 70er Jahren in Westdeutschland bestanden hat, gibt es schlicht nicht mehr, denn das Normalarbeitsverhältnis war aufgebaut auf der Figur des männlichen Alleinverdieners in den Familien und auf Arbeitskarrieren, die von weitaus mehr Stabilität und Kontinuität geprägt waren, als das heute in heutigen Umständen möglich ist. Und mit der Erwerbsbeteiligung beider Geschlechter ist diese Form überhaupt nicht mehr vereinbar. Die andere Alternative, die erleben wir zurzeit, das ist die Fortschreibung des Status quo. Wir haben einen wachsenden, bestenfalls stagnierten Niedriglohnsektor. Die Politik bemüht sich um die Alimentierung der nicht vermittelbaren Personen auf nicht allzu komfortablem Niveau. Und das Ergebnis ist eine am Arbeitsmarkt entstehende und sich in alle Segmente der Gesellschaft fortsetzende Desintegration. Dass es wachsende Gruppen in der Bevölkerung gibt, die nicht mehr an allen Chancen und an allen Leistungen der Gesellschaft teilnehmen können. Was dann als dritte Option uns hier im Rahmen dieser Kommission, der Heinrich-Böll-Stiftung, natürlich am Herzen lag, war die Umkehrung dieser Verhältnisse, nämlich als Frage, welche Rahmenbedingungen müssen geändert werden für die Erwerbssphäre, damit alle Erwerbsfähigen ungefähr die besten möglichen Chancen bekommen können, die unter diesen Umständen herstellbar sind. So, und damit kommen wir zum Leitbild der inklusiven Arbeitsgesellschaft mit dem simplen, aber doch im Grunde einzig moralisch und auch politisch vertretbaren Ziel, nämlich es geht um die Inklusion aller Erwerbsfähigen auf nicht nur einer Ebene, nicht nur einer Hinsicht, sondern auf drei Ebenen der Gesellschaft. Teilhabe, natürlich selbstverständlich auf der Ebene der Einkommenserzielung als realistische Chance zur Erzielung eines existenzsichernden Einkommens, als Chance sozusagen ein Einkommen aus eigener Tätigkeit zu beziehen, ohne angewiesen zu sein auf Transferzahlungen.